Baumaßnahme Langenfeld City zur Alten Feuerwache. Bauphase September 2016. Nach dem Abriss der Alten Feuerwache 2014 wurde eine komplette Bodensanierung durchgeführt. In den nächsten Tagen wird die Elektrik für den Kran, der Haus 3 bedienen wird, installiert. Auf dem gesamten Gelände wird eine Tiefgarage mit ca. 200 Stellplätzen gebaut. Erste Fundamente, auf denen die Stützen und Wände, die die Decke über der Tiefgarage einmal tragen werden, wurden bereits errichtet. Für die Vorbereitung zum Gießen der Bodenplatte wird Material wie Abwasserrohre, Monierstahl, Elektroschaltschränke und so weiter in die Grube herabgelassen. Ein Lasermessgerät steht in einer auf Höhe nivellierten Ecke. Der Bagger verfügt auch über eine lasergesteuerte Anlage. So gesteuert kann der Baggerführer die Fläche auf ein Niveau bringen. Bleibt noch die Frage offen, wie ist der Bagger in die Baugrube gekommen und wie kommt er heraus? Schauen wir uns das einfach einmal an. Nach dem Standortwechsel werden die Fahrzeuge sofort beladen. Kurze Buchführung, denn das nächste Fahrzeug steht schon bereit. So, jetzt geht es in der Baugrube wieder weiter.